Nur ein letztes Detail. Super Gecko-Schild! Da, perfekt. Muhahaha! Und jetzt kommt der beste Teil. Hey, was ist hier los? Oh oh, hier stimmt etwas nicht. Super Eulenaugen! Überall gehen die Lichter aus! Es ist Romeo! Er klaut sie! Los, PJ Masks! Höchste Zeit, ein Held zu sein! Romeo hat alle Weihnachtslichter gestohlen. Romeo wird uns nie kommen sehen. Netter Versuch, Spatzenherrn. Es geht mir gut. Super Eidechsengriff. Da kam der Gecko. Deine PJ-Wohltäter werden mich niemals aufhalten. Super Katzensprung. Wenn ich du wäre, würde ich mich festhalten, Catboy. Ah! Wow! Nein! Bäh, ihr PJ-Plagegeister ruiniert alles. Mach weiter, Romeo. Bäh, muss ich? Frohe Weihnachten, Romeo. Bäh, Humbug. PJ Masks, ruf laut Hurra! Vorbei ist es jetzt mit der Gefahr! Ein Geschenk? Mehr haben wir nicht? Armselig. Es sei denn... Gecko, Eulette, kommt schnell! Ihr werdet nicht glauben, was auf unserer Veranda ist. Wow, seht ihr das Geschenk mal an. Frohe Platschnacht! Bah, Nacht-Ninja, wir hätten es wissen sollen. Kommt schon, PJ Masks! Höchste Zeit, ein Held zu sein! Ah, Nacht-Ninja, sind all die Geschenke für mich? Du bist so nett. Hey, wir haben sie anständig und ehrlich gestohlen. Wie schön von allen, sich uns anzuschließen. Es ist nicht so, als hätten wir viele Möglichkeiten. Was ist das? Eulette, kannst du sehen, was los ist? Super Eulenaugen! Es ist Romeo! Es sieht so aus, als ob er ein Weihnachtsfest feiert. Unsere Einladung ist wohl mit der Post verloren gegangen. Schnell, PJ Masks! Es ist noch Zeit, Weihnachten zu retten! Ich denke, wir können uns jetzt alle darüber einig werden, dass ich der größte Bösewicht aller Zeiten bin. Ha! Dank meiner neuen Erfindung, dem Klebesitz, könnt ihr das gar nicht. Ihr klebt fest, wie ich gesagt habe. Der größte Bösewicht seit jeher. Und als größter Bösewicht habe ich meiner Meinung nach das größte Geschenk auf dem Stapel verdient. Wow! Ein Flügelwind! Muhaha! Wow! Wow! Haha! Super Gecko-Schild! Help! Da
Vergiss die da nicht, Eulette. Eigentlich sind die gar nicht für uns. Das sind deine Weihnachtsgeschenke. Von uns für dich. Vielleicht könntest du am nächsten Jahr versuchen, etwas weniger böse und etwas netter zu sein. PJ Masks, ruf laut Hurra, denn dank uns wird Weihnachten wunderbar. Fröhliche Weihnachten! Ja, endlich habe ich die Pyjama-Plagegeister besiegt. Du meinst, wir haben die Pyjama-Plagegeister besiegt. Seht sie euch an. Sie sind so hilflos. Nichts kann mich aufhalten. Uns? Jetzt bekomme ich endlich meinen Kristall zurück und dann fliege ich damit zum Mond. Und ich werde die Kraft des Rätselbergs freisetzen. Hurra! Und ich besetze ihr Hauptquartier, programmiere PJ Robo um und übernehme die Weltherrschaft. Wartet nur, bis ich hier rauskomme. Sieht schlecht aus. Aber gib nicht auf. Oh, ich fürchte, dir kann im Moment keiner helfen, Eidechsenschnute. Da wäre ich mir an deiner Stelle nicht so sicher. Gürteltee? Ich lenke ihn ab. Luna Girl, ich brauche eine Megamondblase. Nacht Ninja, mach die Eismaschine klar. Also, wenn das nicht mein guter alter Freund Gürteltee ist. Gerade sagte ich, dass wir dich wirklich gut in unserem Team brauchen könnten. Keine Chance. Ich bin kein Schurke. Oh, aber hast du nicht den Megamondstein aus dem Museum gestohlen? Ich habe ihn nur gestohlen, um zu verhindern, dass Luna Girl ihn in die Finger kriegt. Aber dank dir konnten wir mit dem Megamondstein die PJs besiegen. Also kommst du entweder zu uns oder du bist der Nächste. Ich denk nicht dran. Rollender Donner! Jetzt, Luna Girl! Ups. Und nur um sicher zu gehen. Jetzt übernehme ich die Weltherrschaft! Zuerst brauchen wir deine Eulenaugen, um Romeo zu finden. Dann deine Flugkünste, damit er mich und Gecko nicht entdecken kann. Eulenaugen! Da ist er! Okay, Gecko, ich schleiche mich von unten ins Labor. Du krabbelst von oben rein. Dann übernehmen wir die Kontrolle, bevor Romeo überhaupt merkt, dass wir da sind. Super Katzensprung! War wohl nur der Wind. Ha! Catboy springt wie ein Panther auf das vereiste Rohr und klettert hinauf mit seinen Super... Mit seinen Super... Niemand besiegt Catboy. Warum hast du so lange gebraucht? Arme Miezekatze. Und jetzt runter von meinem Laborschlitten, hopp! Catboy, pass auf! Oh-oh. Es ist kalt. Ich kann mich nicht bewegen. Lass mich hier raus, Romeo. Eulette, ich glaube, ich kann Romeo aufhalten. Schau! Jetzt nicht, Gecko. Komm zurück. Wie können wir helfen? Sorgt euch nicht um mich. Romeo haut ab. Schnell, haltet ihn auf. Da könnt ihr nicht mithalten, ha, Pyjama-Helden? Och, wir sind zwar Superhelden, aber im Moment ist Catboy ein super Eisblock. Was ist dein Problem, schniekes Kätzchen? Mein Problem? Ihr habt mein Kunstprojekt zerstört, unsere Comics zerrissen und den Spielplatz verwüstet. Dem Miezekätzchen stehen die Schnurrhaare zu Berge. Alle Kinder der Stadt sind wütend. Wieso habt ihr das getan? Weil wir das beste Wölfi-Rudel von allen sind. Wir tun, was wir wollen. Wir nehmen uns, was wir wollen. Der Spielplatz gehört uns. Die ganze Stadt gehört uns. Ja, deshalb verwüsten wir alles.
oder Rip? Weil uns das Spaß macht. Und niemand anders soll Spaß daran haben. Denn alle anderen gehören nicht zu unserem Welfi-Rudel. Und jipp, jipp, jipp. Oh! Das reicht. Super Katzentempo. Hä? Oh, flinkes Miezekätzchen. Seid ihr bereit, Welfis? Jip, jip, jip! Halt! Da! Jip, jip! Der Spielplatz und die Stadt gehören uns. Und der Flitzer auch. Ja! Aber der gehört mir. Jetzt gehört er unserem Wölfi-Rudel. Na los, Heuler, wolfen wir davon. PJ Robo, aktiviere die Fernsteuerung im Katzenflitzer. Warte, wir haben die Fahrzeuge schon mal ferngesteuert, aber... Da waren sie nicht so schnell unterwegs und wurden von Wölfen gelenkt. Glaubt ihr, wir kriegen das hin? Soll das ein Witz sein? Die versauen mit ihrem Fell meine Sitze. PJ Robo, übernimm sofort das Lenksystem. Hä? Oh! Jetzt noch links und noch rechts und Drehung.